Hallo und herzlich willkommen, Paul Ochsenhofer von RE/MAX, wieder mal vor der Linse. Schön, dass ihr bei mir reinschaut. Ich darf euch dieses Mal herzlich willkommen heißen und eine kleine Übersicht über die aktuelle Situation am Immobilienmarkt bieten. Wir haben natürlich in den letzten Monaten geänderte Vorzeichen, dadurch, dass wir gestiegene Zinsen und die neuen Kreditvergaberichtlinien haben, die KIM-Verordnung, die berühmte, von der man natürlich im Augenblick sehr viel hört und mitbekommt. Ich möchte gleich in medias res gehen. Ich habe für euch ein paar Unterlagen und Statistiken vorbereitet. Zu den Statistiken. Wir haben uns angeschaut, die Verbücherungen der Transaktionen im Vergleichszeitraum Jänner bis Juni 22 und Jänner bis Juni 23. Da haben wir festgestellt, dass in diesen Vergleichszeiträumen heuer minus 23,8% Transaktionen, also Verbücherungen österreichweit und minus 22,6% Transaktionen wienweit stattgefunden haben. Das ist wohlgemerkt der Gesamtmarkt, also das ist nicht nur RE/MAX, das ist der Gesamtmarkt Österreich. Was bedeutet das für die Eigentumspreise? Es hat mich dann doch einigermaßen erstaunt, dass die Preise dann doch ziemlich stabil sind. Österreichweit haben wir einen Rückgang von minus 1,6% und wienweit einen Quadratmeterpreisrückgang von 3,6%. Ich hätte mir eigentlich gedacht, dass das deutlich niedriger ist. Es ist also stabiler als gedacht. Die Quadratmeterpreise bei den Mieten sind super. Dort, wo die Leute eben jetzt nicht mehr kaufen, müssen sie natürlich mieten. Das heißt, wir haben einerseits die angehobenen Richtwertmietzinse, weil die ja inflationsangepasst sind. Und zusätzlich einen größeren Bedarf, das heißt die Vermietungssituation ist sehr gut. Zinshäuser. Wir haben natürlich dadurch, dass der Zinshausmarkt so stark investorengetrieben war, derzeit minus 60% bei den Transaktionen wienweit und minus 10-20%, je nachdem wie gut oder schlecht die Lage ist, bei den tatsächlich erzielten Preisen. Das ist Kapemmel, wie man sagen. Also Glück dem, der noch im Juni letzten Jahres 2022 verkauft hat. Online-Angebot ist um 50% gestiegen. Endlich, muss man aus Käufersicht sagen, gibt es mehr Angebot am Markt. Die Käufer können haben mehr Auswahl, können dadurch entspannter sich anschauen, was es gibt und sind nicht so getrieben, wie sie es jetzt jahrelang waren. Das ist eine erfreuliche Nachricht für die Käufer. Verbücherungen von Bauträgerwohnungen. Was sagt dieses Chart? 2021 waren es noch 37% der Eigentumswohnungen, die verkauft wurden, die von Bauträgern kamen. Heuer sind es nur mehr 33%. Dazu gleich ein paar Infos mehr. Mein Fazit. Die Preise sind erstaunlich stabil. Das hat mich dann doch gewundert. Die Verkäufer verlangen nach wie vor in vielen Fällen dieselben Preise, wie sie noch sozusagen vor Juli 2022 erzielt wurden. In vielen Fällen ist es aber so, dass die, oder in den meisten Fällen ist es aber so, dass die Käufer nicht mehr bereit sind, diese Preise zu bezahlen. Sie können auch in vielen Fällen nicht mehr, weil eben die Zinsen so hoch sind. Der Druck steigt. Viele variabel finanzierte Verkäufer werden mehr und mehr unter Druck geraten und sich ihre Kredite nicht mehr oder nur mehr schlechter leisten können. Das ist heute derzeit jetzt so. Die Frage ist, wie viele werden das sein und ist es in einem Ausmaß so, dass auch die Leute, die nicht unter Druck sind, verkaufen müssen, weil sie sonst gar, also runtergehen müssen mit dem Preis, weil sie sonst gar nicht mehr verkaufen können. Das bleibt abzuwarten. Ich bin da relativ
entspannt, muss ich sagen. Also ich glaube, dass die meisten Leute einen so hohen Eigenkapital in ihren Wohnungen drinnen haben, dass sie nicht in die Verlegenheit kommen, verkaufen zu müssen. Endlich mehr Angebot für die Käufer. Aber natürlich die Leistbarkeit dieser Angebote am Markt ist schlechter, weil die Zinsen noch gestiegen sind. Meine Prognose für Wien. Deutlich verlängerte Vermarktungszeiten, also das sehe ich jetzt schon, das ist nicht nur eine Prognose, das haben wir jetzt schon. Also meine durchschnittliche Vermarktungsdauer war jetzt jahrelang sehr kurz, 74 Tage hat es gedauert und die Objekte waren verkauft, wenn der Marketingplan gepasst hat, wenn der Preis gepasst hat. Jetzt haben wir es doppelt so lang. Es ist kein Weltuntergang, aber natürlich vielen Maklern, viele Makler, die jetzt nicht etabliert sind am Markt, für die wird es eng, also auch hier wird sich der Markt ausdünnen und ganz ehrlich, ist nicht die schlechteste Entwicklung. Der Druck auf die variabel finanzierten Eigentümer-Verkäufer steigt. Punktuell wird es dadurch wahrscheinlich sein, dass Leute verkaufen müssen. Vielleicht nicht unbedingt, weil sie müssen, vielleicht haben sie einfach nur keine Lust mehr. Ein kurzfristiger Abwärtstrend am Immobilienmarkt ist durchaus wahrscheinlich, ist durchaus denkbar, aber eine Seitwärtsbewegung durch die bevorstehende Knappheit, die wir jetzt schon sehen, ist gar nicht unwahrscheinlich. Wir haben 2024 und auch 2025 definitiv Immobilienknappheit. Eine Knappheit, was die Neubautätigkeiten angeht. In den letzten Jahren, bedingt durch Corona, bedingt durch die steigenden Baukosten, bedingt durch die gestiegenen Zinsen, sehen wir, dass weniger Neubauprojekte eingereicht, behandelt, in Angriff genommen wurden und fertig gebaut wurden, / werden. Das bedeutet, eine Verknappung des Angebots am Neubausektor steht uns bevor. Mein Tipp: Wenn man jetzt kann, kann man kaufen. Die Immobilie als Finanzprodukt hat natürlich durch die gestiegenen Zinsen an Attraktivität verloren. Macht ja nichts. Wenn man das mittelfristig und langfristig betrachtet, so wie das ja eigentlich immer gesund gewesen wäre, dann ist die Immobilie als Anlageprodukt nach wie vor top. Das Problem war ja immer nur das, dass man Glücksritter viele am Markt gehabt haben, die das schnelle Geld wollten. Ist ja völlig klar. Jetzt wird sich das ausdünnen in Richtung derer, die gut ausgestattet sind mit Cash und denen, die wissen, was sie tun. Und auch die, die langfristig oder zumindest mittelfristig planen, in Immobilien investiert zu sein, es ist immer eine gute Sache. Wohnen als Grundbedürfnis wird nicht aus der Mode kommen. Die Leute brauchen was zum Wohnen. Das wird sich nicht ändern. Und Wien als eine der lebenswertesten Stadt der Welt und immer wieder auch die lebenswerteste Stadt der Welt wird jetzt auch nicht an Attraktivität so schnell verlieren können. In diesem Sinne, alles Gute und bis bald, euer Paul Ochsenhofer. Wenn ihr Fragen habt, eine Immobilie zu viel oder eine zu wenig habt, hier meine Telefonnummer. Alles Gute und bis bald. Ciao!